Man überlegt ja oft, wo man so herkommt. Der Frage geht jeder mal irgendwann im Leben nach. Aber wo unsere Gedanken herkommen, da hatte ich vorher nie drüber nachgedacht. Ich habe damals in Köln Englisch und Sport studiert und dann an der Sporthochschule war an einem Tag ein großes Plakat aufgehangen mit Maharishi und da stand drauf mehr Intelligenz, Energie, Harmonie. Dann dachte ich, das sind alles Dinge, die du im Leben brauchst. Gehst du hin zum Vortrag? Und ich muss sagen, der Vortrag, der hat sofort etwas in mir angerührt, so eine bestimmte Idee. Man überlegt ja oft, wo man so herkommt. Der Frage geht jeder mal irgendwann im Leben nach. Aber wo unsere Gedanken herkommen, da hatte ich vorher nie drüber nachgedacht. Und da fand ich also jetzt sehr interessant, im Vortrag zu hören, dass es eine Quelle aller Gedanken in uns gibt, wo die Gedanken viel klarer, kräftiger, kreativer sind. Da wusste ich, das möchtest du auf jeden Fall in deinem Leben nutzen, diese Möglichkeit, an diese Quelle ranzukommen. Und auch der Gedanke, dass wir viel mehr von unseren verborgenen Talenten nutzen können, als wir im Moment eben benutzen im Leben. Das war für mich auch sofort ein Gedanke, wo ich dachte, hör zu deinem Leben dazu. Gut, dann habe ich dann auch sofort damit angefangen, habe die Meditation erlernt, fühlte mich gut damit. Und die erste spürbare Wirkung war aber dann, dass ich so nach dem, am Ende des Studientags, da ist der Kopf ja immer ziemlich voll, ne? Englischseminare, Sport, man turnt hin und her. Und abends habe ich mich meistens dann irgendwie zurückgelehnt. Und als ich dann abends meditiert habe, da merkte ich auf einmal, oh, der Kopf, der wird ja wieder frei. Da konnte ich abends sogar noch Anatomie weiterlernen, was mir vorher nicht möglich war. Das war so der erste ganz praktische Erfolg, wo ich dachte, sehr gute, nützliche Sache. Und das hat mich dann auch dabei gehalten, dass ich eben dann die Meditation ziemlich regelmäßig auch praktiziert habe. Ja, und zum Diplom-Sportstudium hört natürlich dazu, eine Diplomarbeit irgendwann zu schreiben. Und da dachte ich erst an Pädagogik, weil mir das so lag. Und dann kam unerwartet eines Tages ein meditierender Arzt auf mich zu. Ja, ich habe gehört, du meditierst, machst transzendentale Meditation und da gibt es einige interessante Forschungsergebnisse im Bereich der Physiologie. Wir könnten ja an der Sporthochschule auch eine entsprechende Arbeit machen und da hat er mir vorgeschlagen, den Muskeltonus zu untersuchen. Er meinte, da gibt es kaum was. Gut, dachte ich, das wäre eine interessante Sache. Das ist mir die Meditation wert und dann habe ich also eine Untersuchung gemacht an meditierenden und nicht meditierenden Sportstudenten. Und ich habe die verglichen, wie entspannt sich der Trapezmuskel, einer der größten im Körper, wie entspannt er sich, wenn die Leute entweder einfach so da sitzen, in normaler Entspannung, oder wenn sie transzendentale Meditation ausüben. Und diese beiden Ergebnisse habe ich dann gegenübergestellt. Das Auffallende ist, die TM-Meditierenden, die haben innerhalb von 2 Minuten eine signifikant tiefe Entspannung erreicht. Und die anderen so ganz allmählich, nach und nach, auch eine Entspannung, die aber lange nicht so tief und statistisch auch nicht signifikant war. Der Sportler hat den meisten Erfolg, der am Beginn des Laufes in der Lage ist, voll in sich zu gehen, tiefe Ruhe zu erfahren, sein System voll zu entspannen und mental sich total auf den bevorstehenden Lauf zu fokussieren. Und gut begonnen ist halb gewonnen. Ja, mit dieser Startposition, mit dieser optimalen Pole Position, hat der Sportler eine optimale Ausgangsposition, um eben einen erfolgreichen und schnellen 100-Meter-Lauf durchzuführen. Also zur Leistungssteigerung im Sport war das jetzt ein Beleg, dass transzendentale Meditation Sportlern helfen kann, die Leistungen zu verbessern. Und allgemein kann man das natürlich auch übertragen auf den Normalbürger, denn
Jeder Mensch steht ja in irgendeiner Weise unter Belastung im Alltag, egal ob psychischer oder körperlicher oder muskulöser Art. Und die allgemeine Erholungsfähigkeit des Systems, die ist in jedem Fall wichtig, weil sie mir erlaubt, nach getaner Arbeit auch wieder zur Ruhe zu kommen, mich zu erholen und dann auch den Rest des Tages eben besser zu genießen. Und da also mehr leisten am Tag und mehr Erholung und Freude für den Rest des Tages. Das ist ja eine Kombination, die sich eigentlich jeder wünscht im Leben. Ich finde, dass der M-Sofa eine gute Einrichtung. Ich habe bisher nur ein paar gesehen und als ich dann gefragt wurde, möchtest du dich auch mal auf das DM-Sofa setzen, habe ich sofort gespürt, ja, wäre eine schöne Sache.